Mesdames et Messieurs, ich freue mich, dass ich Sie erneut begrüßen kann. Mein Name ist Jules Verne und ich darf mich nicht ohne Stolz als Chronist des legendären Phileas Fogg bezeichnen. Sie, Mesdames et Messieurs, die Sie uns schon so lange begleiten, kennen ihn bereits als Gentleman extraordinaire, als Abenteurer und Weltreisenden. Und ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie sich von mir, dem bescheidenen Protokollanten dieser Taten, heute neue Berichte erhoffen. Dann seien Sie beruhigt, ich werde Sie nicht enttäuschen. Denn einen Mann wie Fogg drängt es stets zu neuen Ufern, zu unbeschrittenen Pfaden und in die Weiten der Welt. Und so finden wir unseren Helden zu Beginn dieser Geschichte dort, wo er sich am wohlsten fühlt. An Bord eines schnellen Schiffes. Bei ihm seine geliebte Frau Aouda und Passepartout, der treue Diener. Das Ziel, die alte Zarenstadt St. Petersburg. Herrlich. Wie meinen Monsieur Fogg? Herrlich, findet mein lieber Gatte. Und ich kann ihm nur beipflichten. Sehr wohl, Madame. Aber ist es etwas Bestimmtes, das diesen freudigen Ausbruch hervorrief? Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Der eisige Wind? Du meinst die frische Seeluft, mein Guter. Ah, oui, Monsieur. Oder vielleicht der grässliche Seegang? Nichts als ein lustiges Schaukeln. Ganz recht. Sicher beflügelt sie außerdem die distinguierte Gesellschaft der betrunkenen Seeleute? Ehrliche Männer, die ehrliches Tagwerk verrichten. Sind mir lieber als jeder Earl von diesem oder Duke von jenem. Sicher, Monsieur. Nimm diesen fleißigen Zeitgenossen. Ho, ein Wort, guter Mann. Was denn? Stimmen Sie mit uns überein, dass es ein herrlicher Tag ist? Wind im Segel, Ladung im Kiel und Rum im Becher. Ich beschwere mich nicht. Entzückend. Und wann werden wir unser Ziel erreichen? St. Petersburg? Morgen, wenn's der Herrgott will. Dann will ich ihm dafür danken. Und wenn nichts dazwischen kommt? Ja, wir wollen nicht hoffen, dass uns der Klabauter vorher holt. Nun, nach einer Flaute sieht es jedenfalls nicht aus. Flaute! Seeschlangen! Die müssen Sie fürchten! Ich hab's ja geahnt. Und Liverpool Jim hat nachts sein Schiff gesehen, das nicht auf, sondern unter dem Wasser fährt. Des Teufels eigene Barke, ich sag's Ihnen. Ein Unterseeboot sozusagen? Das muss doch Seemannsgarn sein. Gut, dann wollen wir Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Seemanns Leben ist gefährlich. Was nicht alles passieren kann. Helmsfeuer. Irrlichter, mehr Menschen. Und dann der Mahlstrom im Westen, der Schiffe über Meilen anzieht. Seht ihr, wenn wir tatsächlich eines dieser langweiligen Passagierschiffe genommen hätten, dann müssten wir auf dieses wunderbare Kolorit verzichten. Aber ein Frachter, Monsieur? Ohne die geringsten Annehmlichkeiten? Aber voller Abenteuer. Völlig richtig, meine Liebste. Mehr Menschen. Wenn man ihm zuhört, könnte man meinen, wir befänden uns im 9. und nicht im 19. Jahrhundert. Sei ein bisschen nachsichtiger, mein lieber Passepartout. Denk doch mal, was dieser Matrose uns glauben würde, wenn wir ihm von unseren Abenteuern erzählten. Stimmt. Versunkene Städte, fliegende Schiffe, stählerne Elefanten. Aber ein Schiff, das unter Wasser fährt? Völlig abwegig, oder? Tatsächlich hatte der Matrose nicht gelogen. Schon am frühen Morgen des nächsten Tages hatte das Schiff St. Petersburg erreicht. Und selbst unsere weitgereisten Helden staunten nicht schlecht, als sie am Bug standen und die prachtvollen Fassaden der Stadtpaläste am Horizont erblickten. Ein günstiger Wind trug den Frachter pfeilschnell seinem Ziel entgegen. Und so kam es, dass Phileas Fogg keine Stunde später die Gangway hinunterschreiten und wieder festen Boden betreten konnte.
Ah, Russland. Wildes, altes, geheimnisvolles Russland. Aber du wirst im wilden Russland doch nicht deine britischen Manieren vergessen. Oh, verzeih, meine Liebe. Hier, nimm meine Hand. Danke. Die Gangway ist in der Tat nicht die komfortabelste. Keine Sorge, Monsieur. Ich benötige keine weitere Hand. Ich beherrsche problemlos die Gangway und die Koffer. Quod erat demonstrandum. Oh, ausgezeichnet, lieber Passepartout. Mit dem Geschick kannst du ebenso gut im berühmten russischen Zirkus anheuern. Wie meinen, Madame? Keine Sorge. Mein Mann würde dich im Leben nicht hergeben. Und ich auch nicht. Nun denn, ich werde eine Kutsche holen. Aber was soll ich dem Fahrer sagen, wohin die Reise geht? Das stimmt. Du hast nicht einmal mir verraten, was uns nach St. Petersburg führt. Ganz einfach, meine Liebe. Es sollte eine Überraschung werden. Wir sind Gäste im Palais des Kaisers. Wirklich? Oh, wie wundervoll. In der Tat. Eine große Ehre für Sie, Monsieur, Madame. Aber ich war stets der Ansicht, das russische Oberhaupt sei der Zar, nicht der Kaiser. Damit bist du 100 Jahre zu spät, mein Lieber. Schon Peter der Große hat den Zarentitel ersetzt. Erstaunlich. Rein sprachlich, auch reine Makulatur. Das Wort Zar und das Wort Kaiser waren einst dasselbe, nämlich das lateinische Caesar. Ich bin sicher, seine kaiserliche Hoheit würde dir in der Frage der Makulatur widersprechen. Da hast du wohl recht. Nun, wir wollen versuchen, in der Anrede so korrekt zu bleiben, wie es uns Briten geziemt. Und nun auf zur Eremitage. Die kurze Kutschfahrt vom Hafen zum Palast des Zaren, nein, des Kaisers, führte unsere Helden durch ein St. Petersburg voller Gegensätze. Rund um die Lagerhäuser der Anleger verrichteten Arbeiter ihr schweres Tagwerk. Hier schleppten dürre Gestalten Säcke voll Korn und Ballen von Tuch, kostbare Gewürze und edle Delikatessen. Ein jeder von ihnen, so schätzte Phileas Fogg, trug mehr auf dem Rücken, als er sich mit dem Lohn seines ganzen Lebens würde kaufen können. Doch schon zwei Straßen weiter war das Elend der Pracht gewichen und die Kutsche schwenkte auf einen breiten Boulevard ein, der von herrschaftlichen Stadthäusern gesäumt war. Hier flanierten die Damen der feinen Gesellschaft in raffinierten Kleidern. An ihrer Seite junge Offiziere in Uniform, elegante Herren in Anzügen des neuesten Pariser Schnitts oder untersetzte Adlige, denen die Menge respektvoll den Weg freigab. Fogg bemerkte, dass der Kontrast zwischen Hafenszenerie und Boulevard durchaus dem in seiner Heimatstadt London ähnelte. Doch schon bald hatte die Kutsche ihr Ziel erreicht, den prachtvollen Palast an der Neva. Hier wurden unsere Helden von einem steifen, aber zuvorkommenden Offiziellen empfangen und in einem der unzähligen Gästezimmer einquartiert. Nur wenige Stunden blieben ihnen, um sich auf den großen Empfang vorzubereiten, der am Abend in der Residenz stattfinden sollte. Wie eigenartig, dass eine Kutsche uns abholt. Eigentlich findet der Empfang doch im gleichen Gebäude statt. Aber zu Fuß wären wir sicher eine halbe Stunde unterwegs. Da hast du recht. Ich denke, von den Gemächern unseres Gastgebers sind wir so weit entfernt, wie es die Architektur nur zulässt. Was sich ja auch auf die Bedeutung hinweist, die man uns als Gästen beimisst. Aber wir wollen den Abend wie das genießen, was er ist. Ein weiteres großartiges Abenteuer. Wollen wir, meine Liebe? Wir können doch den Kaiser nicht warten lassen. Mr. Phileas Fogg und Mrs. Aouda Fogg. Ah, Mr. Fogg, es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, General Kissoff. Darf ich Ihnen meine Frau Aouda vorstellen? Russland liegt Ihnen zu Füßen, Mrs. Fogg. Dann haben wir Ihnen die Einladung zu diesem außerordentlichen Ereignis zu verdanken, General. Ich habe nur im Namen seiner kaiserlichen Hoheit gehandelt. Seit er den Bericht über Ihre Weltreise in der Times gelesen hat, spricht er von Ihnen. Das ist zu freundlich. Er hat darauf bestanden, Sie kennenzulernen. Kissoff, sagte er, dieser Mann mag in Britannien geboren sein, aber er hat eine russische Seele. General, mein Körper gehört Britannien, mein Herz meiner Frau und meine Seele nur dem Herrn.
Über alles andere mag seine kaiserliche Hoheit verfügen. Ha, meine Seele nur dem Herrn. Eine Antwort, wie sie auch dem Erzbischof gefallen hätte. Er steht dort drüben bei den Erfrischungen. Ich stelle sie noch vor. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte für einen Augenblick. Mein Adjutant hat entweder eine wichtige Nachricht oder eine Magenverstimmung, seinem Gesicht nachzuurteilen. Selbstverständlich, General Kissow. General? Siehst du dort hinten das kaiserliche Paar? Ja, und siehst du die drei Kreise aus Höflingen um sie herum? Ich wette, wir würden schon von einem kleinen Fürsten abgefangen, wenn wir uns nur näherten. Nicht so defätistisch, meine Liebe. Ich wette, wir schafften es bis zu einem Baron. Verzeihen Sie, Mr. Fogg? Ja, was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Habe die Ehre, Sir. Mein Name ist Blount, Harry Blount. Und das ist mein Kollege Alcide de Jolivet. Angenehm. Wie es scheint, sind wir vier die einzigen Menschen hier, deren Namen und Titel man aussprechen kann, ohne eine Zwischenmahlzeit einnehmen zu müssen. Was führt Sie hierher? Was ist denn passiert? Der Zar hat eilig den Saal verlassen. General Kissow hat ihn hinausgeleitet. Ich vermute, das gilt als schlechtes Omen. Mehr als das, Madame Fogg. Es bedeutet Revolution. Seien Sie nicht so dramatisch, Jolivet. Ich sage Ihnen, wenn der Zar seinen Ball verlässt, bedeutet es, dass Sibirien brennt. Sibirien? Wie kommen Sie darauf? Wer sind Sie überhaupt? Wie ich soeben bereits zu sagen versuchte, wir sind Journalisten. Ich schreibe für den Daily Telegraph. Es ist gewissermaßen unser Beruf, Dinge zu wissen, nicht nur über bekannte Weltreisende wie Sie. Was mein Kollege zu sagen versucht ist, in Sibirien halten aufständische Tataren das Land in Atem. Ich hatte ja keine Ahnung. Und wenn der Zar persönlich informiert wird, dann ist die Lage schlimmer, als man uns glauben lassen will. Sie wissen, was das bedeutet, Blount? Ich weiß nicht, was es für Sie bedeutet. Morgen geht mein Zug in die Höhle des Löwen. Unser Zug? Sie glauben doch nicht, dass ich die Story des Jahrhunderts ganz Ihnen überlasse. Auf nach Sibirien und möge der bessere Journalist gewinnen. Ach, Mr. Fogg, wenn Sie uns nur begleiten könnten. Wir wären ein formidables Team, mit Sicherheit, aber ein Land im Aufstand ist kein Ort für Ihre Frau. Seine Frau kann für sich selbst sprechen. Und ich habe die Welt bereist, die Ozeane von unten und die Wolken von oben gesehen. Glauben Sie, ein paar Aufständische könnten mich schrecken? Das haben Sie sich selbst eingebrockt, meine Herren. Ich bitte um Verzeihung. Können Sie mir vergeben? Unter einer Bedingung. Alles, was Sie wünschen. Warten Sie morgen mit drei weiteren Tickets am Zug. Ich möchte dieses Sibirien sehen. Es klingt nach einem Abenteuer. Madame, das ist höchst ungewöhnlich. Mr. Fogg, Sir, wollen Sie nicht ein Wort... Mr. Blount, ich stimme da voll und ganz mit meiner Gattin überein. Meine erste Weltreise hat mich im Süden durch Indien geführt. Zum Glück, möchte ich sagen. Denn dort fand ich dieses wunderbare Geschöpf, das schließlich Mrs. Fogg wurde. Aber das nördliche Russland, das weite Sibirien, das ist ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Und weiße Flecken ziehen mich magisch an. Und wenn wir durch Sibirien schon um eine Begegnung mit dem Zaren betrogen werden, dann muss Sibirien diese Schuld begleichen. Bravo, Madame, das ist ein Plan nach meinem Geschmack. Aber wenn Sie die Frage erlauben, für wen ist die dritte Fahrkarte bestimmt, um die Sie baten? Für einen treuen Begleiter. Der arme Passepartout. Er hat noch keine Ahnung, was ihm blüht. Warum ausgerechnet Sibirien? Warum nicht, mein Freund? Ist das nicht viel zu gefährlich? Ein Spaziergang im Park wird es mit Sicherheit nicht. Aber regen Sie sich nicht auf, Monsieur. Wir Franzosen lassen uns doch nicht von einer Bande Tataren einschüchtern. Bien sûr. Entschuldigen Sie bitte. Ist in Ihrem Abteil noch ein Platz frei? Aber natürlich. Bitte, kommen Sie. Vielen Dank, Gnädigste. Der Sitznachbar in meinem Abteil macht schon seit unserer Abfahrt ein Nickerchen. Und er schnarcht lauter als ein sibirischer Bär, was ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wir gewähren Ihnen selbstverständlich gern Asyl. Mein Name ist übrigens Fogg, Phileas Fogg.
Das sind meine geliebte Gattin Aouda und mein treuer Diener Passepartout. Und diese zwei Herren hier sind Mr. Blount und Monsieur Jolivet. Sehr freut. Kopanow. Nikolaus Kopanow. Ihrer Tasche nach zu urteilen, sind Sie Handlungsreisender. Gut erkannt. Ja, ich bin Kaufmann und auf dem Weg zurück in die Heimat. Wo kommen Sie denn her? Ich stamme aus Irkutsk. Sehr schön. Ich mag die Provinzhauptstadt. Ziehen die aufständischen Tataren nicht gerade genau in diese Richtung? Ja, sie haben vor, Sibirien von Russland loszureißen. Und als Sitz des Generalgouverneurs ist Irkutsk da von besonderem Interesse. Und dennoch wollen Sie ausgerechnet genau dorthin? Meine Mutter lebt dort. Sie ist schon recht alt und ich bin sehr um ihre Sicherheit besorgt. Verständlich. Haben Sie Ihre Mutter telegrafiert, dass Sie kommen? Das wäre ein Kunststück. Die Tataren haben alle Telegrafenleitungen gekappt. Nicht einmal die Armee kann mit Sibirien kommunizieren. Aber wohin geht denn Ihre Reise? Was zum Teufel? Sind Sie in Ordnung? Ja, es geht schon. Ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Welch ein Glück. Den brauchen Sie ja ohnehin so selten. Was ist mit dir, Aouda? Ach, nichts passiert, Liebster. Mir geht es gut. Der Zug ist zum Stehen gekommen. Da muss irgendwas passiert sein. Lassen Sie uns nachsehen. Womöglich braucht jemand unsere Hilfe. Ja, ich komme. Passepartout, lass meine Frau nicht aus den Augen, verstanden? Jawohl, Sir. Wollen Sie Ihre Tasche nicht im Abteil lassen? Nein, ich trage sie lieber bei mir. Wie Sie meinen. Das ist ja wohl die Höhe. Es müssen die Tataren sein. Ist jemand verletzt? Eine Eskorte. Jeder Zug braucht heute eine Militäreskorte. Ich kann's nicht glauben, dass ausgerechnet uns sowas passieren muss. Oh, schrecklich. Entgleist ist der Zug jedenfalls nicht. Da hatten wir verdammtes Glück. Andernfalls wären wir vermutlich von dem Damm aus in die Tiefe gestürzt. Das hätte niemand überlebt. Verzeihung. Ja, bitte? Können Sie uns sagen, warum wir angehalten haben? Ja. Es gab einen Radreifensprung am Gepäckwagen. Kein Grund zur Panik. Ich denke, in spätestens einer Stunde können wir weiterfahren. Wir werden also trotzdem heute noch in Nischni Nowgorod eintreffen. Ja, momentan spricht nichts dagegen. Spasiba. Ich hatte bereits die Befürchtung, es sei ein Anschlag der Tataren gewesen. Zum Glück scheint niemand ernsthaft verletzt zu sein. Laut dem Schaffner können wir unsere Reise schon bald wieder fortsetzen. Sie wollen nach Nischni Nowgorod? Ja, und von dort aus mit einem Dampfboot über die Wolga. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich Ihrer Gruppe anschließe? Keineswegs, Mr. Kopanow. Ich würde mich freuen. Es dauerte den ganzen restlichen Tag, bis der defekte Reifen ausgewechselt worden war. Der Kaufmann Korpanow schien über diese Verzögerung sehr erbost. Offenbar zog es ihn noch stärker als alle anderen nach Irkutsk und so drückte schon die kleinste Verlängerung der Reise seine Stimmung. Endlich in Nischni Nowgorod angekommen, bestiegen unsere Helden mit ihren neuen Begleiter das Dampfboot Kaukasus. Die folgenden Tage blieb nichts zu tun, als die atemberaubende Schönheit der russischen Natur zu genießen, die draußen vorbeizog und sich im Salon des Schiffes mit Tee, Wodka und Kartenspiel die Zeit zu vertreiben. Schließlich erreichte das Schiff seine Endstation, einen kleinen Anleger mitten im Nirgendwo. Das ist die Endstation. Das heißt wohl Schluss mit dem bequemen Leben. Ja. Bequem. In der Tat, Madame. Ich fürchte, da hast du recht, meine Liebe. Wenn man dem Kapitän glauben darf, dann führt ab hier nicht einmal mehr eine Postkutsche weiter ins Land. Das wird Sie gewiss nicht schrecken, Monsieur Fogg. Als Weltreisender sind Sie doch sicher so einige Unannehmlichkeit gewohnt. Das nimmt man gemeinhin an und unterschätzt dabei den absoluten Willen des modernen britischen Gentleman, auch unter widrigsten Umständen nicht auf den Komfort zu verzichten. Wenn ich ehrlich bin, dann war ich immer auf ein Mindestmaß an Annehmlichkeit bedacht. Dem kann ich nur beipflichten.
Aber dabei geht es uns Briten nicht um Weichheit. Nein, es geht um das zivilisatorische Prinzip. Das Empire hat sich die Welt untertan gemacht und als Beweis dafür können sie noch im letzten Winkel der Erde darauf bestehen, dass ihr Gin and Tonic mit Eis serviert wird. Die Welt haben sie sich mit Sicherheit nicht untertan gemacht. Hier zumindest trinkt man den Wodka ohne Eis, wenn man es vermeiden kann. Und ich würde auch nicht damit rechnen, dass Königin Victoria die aufständischen Tataren befriedet. Ja, verzeihen Sie, ich wollte die Souveränität Russlands nicht, also niemals, nein. Und mit die Welt untertan meinte ich eher, das Ganze im biblischen Sinne zu betrachten. Wissen Sie, dass man eher... Hören Sie lieber mit biblischen Eroberungen auf, bevor unser guter Kaufmann den Streit ganz alttestamentarisch beendet. In der Tat, ein guter Ratschlag. Lassen Sie uns besser darüber nachdenken, wie wir von hier aus weiterkommen. Wenn Sie mir die Anmerkung erlauben, ich wäre über alle Maßen dankbar, den Weg nicht zu Fuß zurücklegen zu müssen. Dann lasst uns doch Pferde nehmen. Kapitale Idee, Liebste. Aber woher nehmen wir die? Während die Herren sich hier in die Haare gekriegt haben, habe ich mich mit dem freundlichen Herrn dort hinten unterhalten. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann besitzt sein Schwager gerade genug kräftige Pferde, dass es für uns reichen würde. Entweder das oder er meint, sein Schwager habe den Verstand eines Pferdes. So viel Russisch habe ich auf unserer Reise noch nicht aufgeschnappt. Ha! Gentlemen, meine Ehefrau. Beeindruckend, zweifellos, doch ich muss Sie bitten, auf Ihre Zuneigungsbekundung in der Öffentlichkeit zu verzichten. Mr. Fogg, wir haben den Ruf des Empire zu wahren. Wenn das Empire von einem Kuss im russischen Hinterland erschüttert wird, dann Gnade uns Gott. Hier entlang. Der Stall muss gleich dort hinten sein. Wenn ich ohnehin alle Koffer trage, dann kann ich auch die Tasche von Monsieur Kopanow nehmen. Monsieur, wenn Sie erlauben, dann nehme ich... Hände weg! Verzeihen Sie, ich wollte nur meine Hilfe anbieten. Nähern Sie sich noch einmal meiner Tasche, dann sind Sie es, der Hilfe braucht. Was hat man nun von seiner Freundlichkeit... Undank ist der Weltenlohn. Vier Tage. Haben Sie mitgezählt? Seit vier Tagen regnet es ununterbrochen. Wirklich? Ist mir nicht aufgefallen. Nun, wir Briten verfügen wohl über eine andere Konstitution. Von wegen Konstitution. Ich habe London noch nie ohne Regen gesehen. Wahrscheinlich ist der Niesel für Sie so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Ihre Beschwerden machen das Wetter in jedem Fall nicht leichter zu ertragen, Monsieur Jolivet. Und zumindest hat es die fünf Tage vorher nicht geregnet. Ich muss sagen, Sie tragen unsere missliche Lage mit Fassung, Mrs. Fogg. Und Ihre Lage besonders, die von allen die misslichste ist. Was meinen Sie denn damit, Mr. Blount? Diese Art der Fortbewegung. Dass Sie als Dame... zwingen Sie mich doch nicht, es auszusprechen. Glauben Sie, eine Dame könne nicht reiten? Selbstverständlich. Es gibt sehr grazile Möglichkeiten für das zarte Geschlecht, sich zu Pferde fortzubewegen. Aber dies ist keine davon. Und das beschämt nicht nur Sie, Madame, sondern uns alle. Um Gottes Willen, wovon reden Sie? Von meinem Sattel, Darling. Unser weltgewandter Reporter echauffiert sich darüber, dass wir im russischen Hinterland keinen Damensattel gefunden haben und ich wie ein Mann mit euch reite. Mon Dieu, Blount, Sie erstaunen mich immer wieder. Ich sorge mich lediglich um Anstand und Etikette. Was trennt uns schließlich von den Wilden, wenn es nicht unsere Moral und unsere Traditionen sind? Davon wird die Zivilisation schon nicht untergehen, mein lieber Freund. Aber dass Mrs. Fogg nun auch noch gezwungen ist, Hosen zu tragen. Ich bin sicher, nicht einmal Sie fänden einen Weg, in einem ausladenden Rock zu reiten. Nicht in einem Herrensattel, nein. Dazu ist der Damensattel ja gerade erfunden worden. Ich unterbreche Sie höchst ungern, aber ich fürchte, wir haben ein größeres Problem als Röcke und britische Moral. Gott sei Dank. Ich hatte schon gehofft, die Tataren kämen und erlösten uns von diesem elenden Streit. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen. Es könnte in Erfüllung gehen. Sehen Sie dort drüben, am Horizont? Na rauf, nichts weiter. Das werden die Schornsteine des nächsten Dorfes sein. Ausgezeichnet. Wo Schornsteine sind, sind auch Betten. Und ich habe gerade genug von meinem nassen Zelt. Sie Narr! Das ist nicht der Rauch eines Schornsteins. Das sind die Schwaden eines großen Brandes. Wenn das ein Dorf ist, dann wurde es überfallen.
Die Tataren! Sie schießen auf uns! Sind wir ihnen direkt in die Arme gelaufen? Dort, hinter dem Felsen, haben sie sich verschanzt. Nicht wie weg. Rückzug. Nicht so eilig, Jolivet. Ich sage, wir greifen an. Heya! Sind Sie wahnsinnig, Fogg? Sie sind nicht einmal bewaffnet. Phileas! Keine Sorge, Mrs. Fogg. Ihr Mann ist der Einzige hier, der die Lage durchschaut hat. Sehen Sie. Da kommt er schon wieder hinter dem Felsen hervor. Aber wer ist das neben ihm? Seine Gefangenen. Furchteinflößende Tataren, nicht wahr? Aber das sind nur ein alter Mann und ein kleiner Junge. Und sie sehen aus, als hätten sie den Teufel gesehen. So verängstigt sind sie. Keine Sorge, alles ein Missverständnis. Aber wie konnten Sie das ahnen? Ach, natürlich, der Schuss. Jetzt ist es so offensichtlich. Exakt. Ein Überfallkommando der Tataren hätte sich ganz bestimmt nicht mit einem einzelnen Schuss zufrieden gegeben. Und es war nur ein Schuss, weil diese beiden hier nur einen alten Vorderlader besitzen. Keine Angst, Väterchen. Wir sind keine Tataren. Bringt uns in euer Dorf und wir erklären alles. Der Alte und sein Enkel führten die Reisenden den Pfad entlang. Doch je weiter sie kamen, desto tiefer sank ihr Mut. Schon von Weitem konnten sie nun erkennen, dass das Dorf von einem schrecklichen Angriff heimgesucht worden war. Die meisten Häuser waren ausgebrannte Ruinen, einige schwelten noch immer. Am Wegesrand markierten eilig gezimmerte Kreuze ein Dutzend frischer Gräber. Als sie schließlich die Siedlung erreichten, hielten sie diese zunächst für völlig ausgestorben, bis sich aus dem Schatten zwischen den eingestürzten Mauern einige Gestalten lösten. Es waren alte Frauen, Greise und ein paar Kinder. Alle anderen hatten die Aufständischen getötet oder entführt, die Vorratskeller geplündert und die Tiere verschleppt. Statt den eigenen Proviant aufzustocken, teilten unsere Helden ihre kargen Vorräte mit den unglücklichen Dorfbewohnern, bevor sie am nächsten Tag weiterzogen. Viele Stunden ritten sie schweigend durch die sibirischen Wälder und konnten das Elend nicht vergessen, das die Rebellen über das Dorf gebracht hatten. Ich wünschte, wir hätten diesen armen Seelen noch helfen können. Wir haben uns von allem getrennt, was wir nicht unbedingt brauchen. Und mit unserem Lastenpferd werden sie zumindest ihre Felder wieder bestellen können. Ich verstehe noch immer nicht, was die Tataren mit dieser Grausamkeit bezwecken. Der Alte mit dem Vorderlader hat erzählt, es sei die berüchtigte Bande von Iwan Ogarev gewesen. Ach, der ist nicht nur einer der gnadenlosesten Anführer der Tataren, er hat auch einen persönlichen Groll gegen alles, was den Staat repräsentiert. Und das unglückliche Dorf war nun einmal die Heimat eines russischen Beamten. Aber er war doch nur ein kleiner Landvermesser. Ich habe die Reste seines Hauses gesehen, das abgerissene Schild mit dem Zarenadler. Ogarev hasst alles, was auch nur an den Zaren erinnert. Glauben Sie mir, das habe ich aus guter Quelle. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass seine Bande nicht die einzige Gefahr hier ist. Oh, gut. Ich fing schon an, mich wieder sicherer zu fühlen. Wir nähern uns dem sibirischen Bergland. Dort erwarten uns nicht nur Wölfe, sondern auch das russische Wappentier, der Bär. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Und gehe ich recht in der Annahme, dass es hier auch Tiger gibt? Oh, Liebster. Mit Tigern hast du keine guten Erfahrungen gemacht. Das ist wahr. Aber dank deiner Aufmerksamkeit habe ich meine letzte Begegnung unbeschadet überstanden. Keine Sorge. Der sibirische Tiger lebt weit im Osten. Sein Jagdgebiet beginnt erst hinter Irkutsk am Baikalsee. Dann bin ich beruhigt. Aber ich hätte doch gern... Ruhe! Hören Sie das? Hinterhalt! Dieses Tal hat mir gleich nicht gefallen. Alles zu mir! Ha, und dann was? Wollen Sie die Tataren mit Ihrem Aberkuss erschlagen, alter Krämer? Wenn Sie leben wollen, folgen Sie mir! Kopanow, was haben Sie vor? Ihre Vorhut überholen! Tataren bilden eine ausgezeichnete Kavallerie, aber sie bündeln ihre Stärke. Sie werden nur eine Handvoll Reiter ausgeschickt haben, um uns den Rückweg abzuschneiden. Mr. Blount, jetzt sind Sie froh, dass ich nicht in einem Damensattel sitze, oder? Nennen? Ich bleibe dabei. Eine Dame sollte nicht zu so derartig vulgärer Fortbewegung gezwungen sein. Aber außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Mittel. Hüa! Herr! Achtung! Rechts nähern sich zwei Angreifer. Sehr gut. Ich fürchte, Sie haben mich nicht verstanden. Zwei Feinde von rechts. Nein, Sie verstehen nicht. Wenn die Tataren uns wirklich den Weg abgeschnitten hätten, dann müssten Sie uns nur in die Falle tappen lassen.
Aber da sie schon jetzt die Flanke attackieren, heißt das, dass sie uns hier schon stoppen müssen. Und wir haben eine Chance. Aber keine große. Die beiden reiten wie die Teufel. Gut. Nun sind sie nah genug. Sie haben einen Revolver? Was für ein Kaufmann sind Sie eigentlich? Ein russischer. Auf alles vorbereitet. Ah. Ein kapitaler Schuss. Respekt. Aber wird uns nichts nützen. Sehen Sie dort links. Oh, mehr Tataren. 5 oder 6. Sie schneiden uns den Weg ab. Oh nein, was nun? Nun, meine Liebe, sind wir der Gnade der Tataren ausgeliefert. Ziehen Sie die Kapuze ins Gesicht. Vielleicht hält man sie lange genug für einen Mann. Im Namen von Feofar Khan, die Waffe weg. Feofar Khan, der Verräter! Vorsicht, Freundchen. Den Revolver weg. Und jetzt absteigen. Ganz langsam. Was? Ihr seid Gefangene des Feofar Khan. Raus mit der Sprache. Was macht ihr hier? Wir sind Reisende. Dies sind die Brüder Fogg, Blount und Passepartout aus England. Dort ist Monsieur Jolivet aus Frankreich. Und mein Name ist Kopanov. Ich bin Kaufmann aus Irkutsk. Ha, dass ich nicht lache. Du bist ein Kaufmann namens Kopanov. Und ich bin der sagenhafte Satko. Ivan Ogarev. Ich hätte deinen Gestank schon erkennen müssen, als ich das Tal betreten habe. Wovon redet er, Mr. Kopanov? Ja, Mr. Kopanov. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass dieser Kerl in Wahrheit kein Kaufmann ist, sondern ein Schwein. Ein Schwein in zaristischer Uniform. Und sein Name ist nicht Karpanow, sein Name ist Michael Strogoff, Kurier des Zaren. Gute Güte, Karpanow. Ist das wahr? Ob das wahr ist? Ja! Pass auf, wen du als Lügner bezeichnest, du Hund. Und wo wir gerade bei Leuten sind, die vorgeben, jemand anderes zu sein. Mindestens einer dieser Brüder Fogg ist eine Schwester. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Sonst was? Wenn Sie sich mir in einem fairen Faustkampf stellen, werde ich es Ihnen zeigen. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme dieses Weib hier mit mir und ihr genießt unsere berühmte Gastfreundschaft. Bringt mir Strogoffs Tasche. Was haben wir denn hier? Ja, ein Kurier des Zaren wäre kein Kurier, wenn er keine Nachricht transportierte. Selbst wenn du sie verbrennst, die Nachricht wird Irkutsk erreichen. Auf welchem Weg auch immer. Verbrennen? Eine offizielle Nachricht mit dem Siegel des Zaren? Warum sollte ich vernichten, wenn sie mir alle Türen öffnet? Nein. Ab sofort bin ich, Michael Strogoff, Kurier des Zaren. Und wenn ich damit bis zum Großfürsten gekommen bin und ihn mit meinen eigenen Händen getötet habe, dann werde ich dafür sorgen, dass jeder im Land den Namen des Mörders kennt. Den Namen Michael Strogoff. Ja, jawohl. Wir sehen uns wieder, Ogarev. Aber erst in der Hölle. Da kommst du zuerst an. Und du, Kleine, du kommst mit mir. Phileas! Phileas! Hilfe! Aouda! Kümmert euch um sie! Welch missliche Lage für unsere Helden. Aouda, die Gefangene des schrecklichen Ivan Ogarev, und der Rest in den Händen der Tataren. Schon schien alle Hoffnung verloren, als die Rebellen lange Seile zückten. Phileas Fogg war überzeugt, dass man sie kurzerhand am nächsten Baum aufknüpfen und er seine Aouda nie wiedersehen würde. Umso erstaunter waren alle, als man sie lediglich an den Händen fesselte und dann jeder an einer langen Leine an einem Tatarensattel befestigt wurde. Dann sprangen die Aufständischen wieder auf ihre Pferde und ritten los.
aber in gemütlicher Schrittgeschwindigkeit, so dass ihre Gefangenen ihnen mühelos folgen konnten. Anscheinend hatten die Tataren doch noch etwas mit ihnen vor. Doch es vergingen Stunden und kein Ziel kam in Sicht. Immer mehr Rebellen ritten davon, bis schließlich nur noch die 5 Reiter übrig geblieben waren, die unsere Helden hinter sich herzogen. Mir schmerzen die Füße. Aber ich will mich nicht beschweren. Die arme Madame Fogg hat es sicher schlimmer als wir. Sprich nicht davon. Ich zermartere mir schon den Kopf, wie wir sie befreien können. Zunächst müssen wir uns befreien. Aber erst nach einer Pause. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Hey, eine kurze Rast bitte. Hey, hören Sie nicht? Schweigen Sie, Blondchen, machen uns ja lächerlich. Was glauben Sie, was hier passiert? Oh Gott, Sie bringen uns zu unserer Hinrichtung. Aber wir sind offenbar noch nicht am Ziel angekommen. Weil es kein Ziel gibt, alter Knabe. Das hier ist unsere Hinrichtung. Sie meinen, die wollen... sich einen Spaß daraus machen, wer von uns als erster umfällt. Einer nach dem anderen sollen wir vor Erschöpfung stolpern und dann hinter ihren Pferden zu Tode geschleift werden. Barbaren! Aber nicht mit mir! Ich werde denen zeigen, aus welchem Holz wir Briten geschnitzt sind. Nichtsdestotrotz müssen wir etwas unternehmen. Und zwar, solange wir noch im Wald sind. Wenn wir erst einmal in der freien Ebene ankommen, haben wir jeden Vorteil verloren. Korpanov oder Strogoff, wie auch immer sie heißen. Wenn sie wirklich Offizier sind, dann stehen sie uns zur Seite. Ich bin in der Tat Offizier. Und ich werde sie bei jedem Plan unterstützen, der mir doch noch meine Rache an Ogareff verschafft. Sie sind ihm schon einmal begegnet, richtig? Ja, ich hatte das Vergnügen. Sagen wir einfach, dass es nicht gut für ihn ausging. Aber er hatte die Dreistigkeit besessen, meine Mutter zu bedrohen. Das ist ja sehr spannend, aber vielleicht sparen wir uns die Details bis nach unserer Rettung auf. Ruhe da hinten! Fogg, haben Sie noch genug Kraft für einen Sprint? Aber nur für einen. Was auch immer Sie vorhaben, es muss beim ersten Versuch klappen. Keine Sorge, einen zweiten bekommen wir eh nicht. Sehen Sie den großen Baum da hinten? Wenn wir uns auf 10 Meter genähert haben, dann rennen wir an unseren Wächtern vorbei. Sie wollen fliehen. Das ist absurd. Bei der Länge Ihrer Seile werden Sie kaum weiter als bis zu dem Baum da hinten kommen. Genau das werden Sie auch denken. Aber Sie werden im Galopp hinter uns herreiten. Dann schlingen wir unsere Leinen um den Baum. Und die Reiter werden mit ihren Sätteln von den Pferden gerissen, wenn sie vorbeipreschen. So machen wir es. Fertig? Viel Glück, Fogg. Warten Sie. Und was ist mit uns? Los! Ja! Was? Wo wollen die denn hin? Egal. Hinterher! Ja! Das Seil! Schnell! Los, du lahmer Gaul! Schnell! Schnappen Sie sich die Pistole! Halt! Schnappt ihr euch! Auf sie! Hab ich dich! Ein verzweifelter Plan, aber er hat uns das Leben gerettet. Passepartout, seid ihr unverletzt? Ja. Alles in Ordnung, Monsieur. Nehmen Sie meine Hand, Monsieur. Ich helfe Ihnen. Merci. Merci. Die Geschichten über Sie scheinen alle wahr zu sein, Mr. Fogg. Ah, die meisten zumindest. Na, worauf warten Sie? Reiten Sie diesem Ogareff schon hinterher und verhindern Sie, dass er den Großfürsten ermordet. Ja, und befreien Sie Ihre Frau aus den Händen dieses Barbaren. Ich werde Sie begleiten. Nichts lieber als das. Passepartout? Ja, Sir? Hilf unseren Freunden von der schreibenden Zunft, die noch lebenden Tataren zu verschnüren. Dann nehmt ihr die übrigen Pferde und folgt uns nach Irkutsk. Sehr wohl. Ja. Sind Sie bereit? Ja, wir bringen den Schurken zur Strecke. Ja! Was glauben Sie? Schaffen die beiden das? Wenn es jemand schafft, dann Phileas Fogg. Musik.
Irkutsk, die Hauptstadt Ostsibiriens, wurde zur Hälfte im byzantinischen, zur Hälfte im chinesischen Stil erbaut. Die makadamisierten Straßen mit Trottoirs an den Seiten, die Gebäude aus Ziegelstein und Holz, verliehen ihr dennoch eine europäische Aura. Die Stadt war Sitz des Generalgouverneurs, dem noch zwei Zivilgouverneure unterstellt waren, die mit den Verwaltungsgeschäften der Provinz betraut waren. Der Bruder des Zaren, der den Titel des Großfürsten trug, befand sich schon seit einiger Zeit in Irkutsk. Eine wichtige politische Reise hatte ihn in die entlegenen Provinzen Ostasiens und schließlich hierhin geführt. Nun war er seit Beginn des Tatareneinfalls in der Stadt eingeschlossen und wartete im Palast des Gouverneurs auf eine Nachricht seines Bruders. Meine Herren, unsere prekäre Lage ist hinlänglich bekannt. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir imstande sind, die Stadt bis zum Eintreffen von Ersatztruppen zu halten. Eure kaiserliche Hoheit wissen, dass Sie auf die Bürger von Irkutsk zählen können. Gewiss, General. Und ich danke Gott, dass die Bevölkerung bisher von Epidemien oder Hungersnöten verschont geblieben ist. Wann genau rechnen Sie mit dem Eintreffen der Ersatztruppen? In spätestens 6 Tagen. Soviel ich weiß, sind 50.000 russische Truppen unter Führung von General Kiselev im Anmarsch. Sie befanden sich kürzlich noch am Ufer der Lena und sollten von Wind und Wetter nicht länger aufgehalten werden. Kaiserliche Hoheit, entschuldigen Sie die Störung, aber soeben ist ein Kurier des Zaren eingetroffen. Meine Herren, Sie hören, es gibt Neuigkeiten. Bitte lassen Sie mich mit dem Boten meines Bruders einen Augenblick allein. Selbstverständlich. Nun gut, Soldat, lasst ihn eintreten. Seine kaiserliche Hoheit, der Großfürst? Ihr seid ein Kurier meines Bruders? Ja, Hoheit. Und die Frau an eurer Seite? Ich... Ihr Name ist Nadja. Sie hat mich auf einem Teil meiner Reise begleitet. Ohne sie wäre ich vermutlich nicht hier. Wie heißt ihr? Michael Strogoff. Und ihr habt einen Brief des Zaren bei euch? Ja, hier ist er, Hoheit. Ihr kennt den Inhalt dieses Schreibens? Nein, ich wurde nur damit betraut, ihn euch zu übergeben. Dieser Brief fordert uns auf, eher in Irkutsk zu sterben, als die Stadt den Aufständischen zu überlassen. Aus den westlichen Provinzen haben wir offenbar keine Hilfe zu erwarten. Es ist auch von einem Verräter die Rede, vor dem ich mich hüten soll. Er hat vor, Irkutsk an die Tataren auszuliefern. Ich kenne diesen Mann. Er trägt den Namen Iwan Ogarev und hat geschworen, persönlich Rache an euch zu nehmen, Hoheit. Warum das? Man sagt, er sei früher ein russischer Offizier gewesen, den der Großfürst degradiert hat. Stimmt, ich erinnere mich. Aber das Urteil war berechtigt. Und nun macht dieser Elende mit dem Feind gemeinsame Sache. Ach, eine Schande ist das. Ihr solltet Ogarev nicht unterschätzen. Seid ihr ihm schon mal begegnet? Ja, nach der Schlacht von Krasnojarsk. Wenn er gewusst hätte, dass ich ein Kurier im Auftrag des Zaren bin, hätte er mir sicher keine Gnade gewährt. Nein, bestimmt nicht. Wie konntet ihr entkommen? Indem ich mich in den Irrtisch stürzte. Und dann zog mich diese Schönheit hier aus den Fluten und half mir, den Rest meiner Reise zu überstehen. Das Reich ist dir zu großem Dank verpflichtet. Hoheit, glauben Sie dem Mann kein Wort! Sei still, Weib! Er ist der Verräter! Was hat das zu bedeuten? Keine falsche Bewegung! Ihr seid der Schurke, der sich an Feofar Khan und die Tataren verkauft hat. Ach, ihr habt doch keine Ahnung. Was ist das für eine Waffe, die ihr da auf mich richtet? So etwas habe ich noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Magnetkanone. Ihr werdet gleich eine persönliche Demonstration erhalten. Eine Magnetkanone? So eine Waffe gibt es nicht. Nicht in eurem armseligen Arsenal. Aber wer eine neue Weltordnung herbeiführen will, braucht neue Mittel. Im Lauf dieser Waffe beschleunigen Magneten die Kugel. Das ist fast lautlos und trotzdem tödlich. Ich wusste nicht einmal, dass so eine Teufelei existiert. Es gibt da so einiges, von dem ihr und andere Staatsmänner nichts wisst.
Ich stehe nämlich nicht in den Diensten Feofar Khans, sondern einer äußerst mächtigen Organisation, die schon bald den Lauf der gesamten Weltgeschichte verändern wird. Wie weit ist es noch? Der Palast des Gouverneurs ist gleich da vorne. Ich nehme an, der Bruder des Zaren hat dort Zuflucht gefunden. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, das würde ich mir nie verzeihen. Oh. Halt! Stehen bleiben! Lasst uns vorbei. Es geht um Leben und Tod. Wo wollt ihr hin? Zur kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten. Wir müssen ihn warnen. Schnell, lasst uns passieren! Wovor wollt ihr ihn warnen? Ich bin Michael Strogoff, Kurier des Zaren und... Das ist nicht möglich. Der Kurier ist bereits eingetroffen. Ich habe ihn selbst hoch in den Salon gebracht, ihn und seine Begleiterin. Der Mann ist ein Hochstapler. Aber er hatte einen Brief mit dem kaiserlichen Siegel bei sich. Weil er ihn mir abgenommen hat. Bitte, lasst uns gehen, bevor es zu spät ist. Nein, erst einmal... Ich hoffe, ihr entschuldigt diesen Gewaltakt, Mr. Fogg. In Anbetracht der Situation war dieser beachtliche Schwinger durchaus angebracht. Los, weiter. Die Treppe hoch. Welche Richtung? Der Salon ist am Ende des Ganges. Die große Tür. Phileas! Aouda! Keinen Schritt weiter! Ja, das Spiel ist aus, Ogareth. Weg mit der Waffe! Das könnte dir so passen, nein! Zuerst werde ich meine Mission zu Ende bringen! Phileas Fogg erfasste die Situation und reagierte innerhalb von Sekunden. Er ging in die Hocke, griff das eine Ende des Teppichs, auf dem Ogareth stand, und riss dem bewaffneten Unhold dann buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Im Sturz gab Ogareth zwei Schüsse aus seiner Waffe ab, die unkontrolliert in Decke und Wand gingen. Die magnetisch beschleunigten Kugeln rissen tellergroße Löcher in den Salon. Oh, Achtung! Bevor sich Ogareth wieder aufrappen konnte, traf ihn ein Kinnhaken und setzte ihn endgültig außer Gefecht. Michael Strogoff empfand Genugtuung. Endlich hatte er seinen verhassten Erzfeind zur Strecke gebracht. Oh, Liebster! Ich wusste, dass du kommen und mich retten würdest. Langsam habe ich Erfahrung darin, nicht wahr? Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich habe geschworen, dieses Land zu verteidigen. Bis zum Tode. Wer seid ihr? Michael Strogoff, Kurier des Zaren. Mehrere Stunden lang wurde der Verräter von den Männern des Großfürsten verhört. Doch Ivan Ogareth blieb standhaft und sprach kein einziges Wort. Wichtig war aber vor allem, dass das niederträchtige Attentat auf den Großfürsten verhindert worden war. Der Bruder des Kaisers ließ sich nun in allen Einzelheiten die Reise seiner beiden Retter Strogoff und Fogg berichten und versprach ihnen reiche Belohnung für ihren Heldenmut. Schließlich trafen auch Passepartout, Blount und Jolivet in Irkutsk ein. So war unsere Reisegruppe just in dem Moment wieder vereint, als man Ivan Ogareth in Ketten abführte. Sein Ziel war das Gefängnis, in dem er zweifellos den Rest seines Lebens verbringen würde. Mich könnt ihr vielleicht in Ketten legen, aber es wird andere geben, die meine Mission erfüllen. Wir haben unsere Leute überall. Hört ihr? Überall! Wovon redet dieser unverschämte Kerl? Er sprach vorhin schon davon, als er den Großfürsten und mich mit seiner Kanone in Schach hielt. Offenbar arbeitet er für eine mächtige Organisation. Wie bitte? Was sagst du da? Eine mächtige Organisation? Das klingt für mich nach Robur und Frankenstein und ihren Welteroberungsplänen. Aber die sind beide tot. Oder etwa nicht? Ich bin mir sicher, dass Robur und Frankenstein beide in der Hölle schmoren. Aber offenbar herrscht in der Welt kein Mangel an Größenwahn und Machtgier. Entweder die schattenhaften Auftraggeber dieses Ogareth existieren wirklich, oder er will sich nur wichtig machen. Robur? Verschwörung? Sie sprechen in Rätseln, Mr. Fogg.
Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort. Niemand wird uns aufhalten! Niemand! Hey, halt, einen Moment. Ich müsste den Gefangenen kurz einmal sprechen. Das wird nicht möglich sein. Außer Sie haben die Genehmigung der kaiserlichen Hoheit. Der Großfürst hat mit Sicherheit nichts dagegen einzuwenden. Glauben Sie mir, es ist wirklich dringend. Na schön, aber nur kurz. Verdammt, was zum... Phileas Fogg traute seinen Augen nicht. Wie von Geisterhand bewegte sich plötzlich der Säbel am Gurt des Soldaten. Die Klinge sauste aus der Scheide und wirbelte durch die Luft. Mit einem schnellen Hieb trennte der Säbel den Kopf des Verräters Ogareff von den Schultern und fiel danach einfach zu Boden. Großer Gott! Wie kann das sein? Mr. Fogg, Sie haben das doch auch gesehen. Der Säbel hat sich ganz von allein bewegt. Ein Geist! Das muss ein Geist gewesen sein! Das bezweifle ich. Aber da war doch niemand. Nur weil wir niemanden gesehen haben, heißt das nicht, dass niemand hier gewesen ist. Darling, was willst du damit sagen? Wir haben den Angreifer vielleicht nicht gesehen, aber er war zweifellos da. Ogareffs Leiche spricht eine eindeutige Sprache. Irgendjemand wollte ihn zum Schweigen bringen und verhindern, dass die Hintergründe für sein Handeln enthüllt werden. Du glaubst, sein Mörder war unsichtbar? Ich weiß, das klingt recht abenteuerlich, meine Liebste. Allerdings haben wir bereits viel Unglaublicheres erlebt. Denk nur an die Experimente des Dr. Frankenstein. Wer weiß, vielleicht hat er in seinem Wahn ja tatsächlich eine Formel gefunden, die es einem Menschen ermöglicht, unsichtbar zu werden. Ich halte inzwischen jedenfalls fast alles für machbar. Dann scheint es wirklich so, als habe der elende Ogareff die Wahrheit gesagt. Es gibt sie wirklich, seine mächtigen Hintermänner. Und wer auch immer jetzt an ihrer Spitze steht, hat Ogareff instrumentalisiert, um den Großfürsten zu töten. Der Großfürst? Mir nach! Um Himmels Willen! Der unsichtbare Attentäter wird ihn als Nächsten töten! Ogareff selbst hat doch gedroht, ein anderer werde seine Aufgabe vollenden. Schneller, Fogg! Halt! Der Großfürst empfängt keine Besucher. Beiseite, Mann! Es geht um Leben und Tod! Der Großfürst ist allein und wünscht keine Störung. Narr! Der Attentäter kann längst bei ihm sein. Öffnen Sie, ich übernehme die Verantwortung. Aber nur, weil Sie sein Leben gerettet haben. Und bei Gott, wir tun es ein zweites Mal. Hoheit! Der Fürst ist getroffen! Einen Arzt, schnell! Die Türen zum Balkon sind offen. Der Attentäter entkommt. Mit einem verzweifelten Satz durchquerte Fogg den Raum und riss den schweren Vorhang vom Fenster. Wenige Meter vor ihm hörte er eilige Schritte auf dem Balkon. Sein Instinkt hatte ihn nicht getrogen. Er warf den Vorhang in Richtung des Geräusches und tatsächlich, der Stoff schien schwerelos in der Luft zu hängen. Fogg hatte die unsichtbare Gestalt getroffen. Hab dich, Schurke! Strogoff, zu Hilfe! Er entkommt! Ich sehe ihn nicht! Er hat den Vorhang abgeschüttelt und ist über die Balustrade gesprungen. Und der Großfürst? Tot. Ich habe versagt. Mit diesem Gegner war nicht zu rechnen. Aber ich schwöre, dass ich nicht ruhen werde, bis wir ihn zur Strecke gebracht haben. Und mit ihm seine gesamte Organisation. Oder ich will nicht länger Phileas Fogg heißen. Mit diesem feierlichen Schwur unseres Helden endet die heutige Episode, Mesdames et Messieurs. Selten verließen wir Phileas Fogg in einer derart trüben Lage. Der Großfürst, den es zu schützen galt, liegt tot am Boden. Der unsichtbare Attentäter ist spurlos verschwunden. Und auch der finstere Ogareff nahm alle seine Geheimnisse mit ins Grab. Doch je unüberwindbarer die Umstände sind, desto motivierter ist unser Mr. Fogg. Daher dürfen Sie gewiss sein, ein Mann wie er zögert keinen Moment, wenn es darum geht, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Und so darf ich Sie sicher schon sehr bald zu einem neuen Abenteuer unseres unerschrockenen Weltreisenden begrüßen. Bis dahin verbleibe ich Ihr ergebener Jules Verne.